Herzlich willkommen zu GTA RP auf Sektor 5. Oder Sektor V? Oder Sektor 5? Oder keine Ahnung. So, wir müssen jetzt erstmal hier die Biografie oder was? Biografie. Geschlecht ist männlich, live. Also hier leckt's ein bisschen. Es läuft nicht ganz flüssig gerade. So, der Kerl ist einfach erstmal, warte mal, ich muss auf Front. Super sexy, der Kerl, super sexy. Wie hieß er? Junker, ne? Junker. Hui, jetzt dreht er sich. Ich muss mal kurz hier raus aus dem Bild. Das hier brauche ich jetzt gerade nicht. Wo ist denn jetzt meine Fresse? Nicht ganz so einfach hier. So. Hier mal das Geschlecht und alles Mögliche so. Jetzt brauchen wir erstmal das Datum. Das ist zweite. Was ist denn das? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Juli. Ich habe ein bisschen Probleme mit der 87. Weiter zurück, weiter zurück. Ayo. Ja, doch, hier haben wir doch von Nummer 7 und 8. Nummer 80, 87. 1887, nein. Leute, Alter. Nein, viel zu weit. Kann man den Charakter so alt machen? Eins zurück. 87. Was habe ich gesagt? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Ne, Juli ist der siebte, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, siebte, zweite. Zweiter, zweiter, siebter, also 2. Juli 1987. Ich glaube, ich muss das mal hier so einfliegen. Klammern Juli. Juli. Januar, Februar, März. April, Mai, Juni, Juli. Ja, doch. Stimmt doch. Ich bin so schlecht da drin, was das angeht. So, speichern. So, dann haben wir das hier. Ich weiß nicht, seht ihr diese Doppelmaus? Die seht ihr nicht, ne? Ihr seht die Ingame-Maus, seht ihr nicht. Ihr seht nur meine Maus. Ja, es schon. Es leckt schon. So, die Abstammung ist Elternteil. Abstammung ist Benjamin. Macht das der da immer für Faxen? Dreht er sich jetzt auch? Nico, das ist wahrscheinlich Nico Bellic. Oh, um Gott.
Gottes Willen, das ist ja schwierig hier. Abstammung, so. Machen wir das nochmal. Nico. Was gibt's denn hier alles? Nico, John, Misty, Benjamin, Daniel, Joshua, Noah. Ach, jetzt funktioniert's. Guck mal hier. Jetzt lässt er das auch mal so zu. Oh, nee. Warum dreht denn der sich immer? Ach, wie ekelhaft. Gesichtsformen. Ist das nervig. Ja, allerdings, ja. Vor allem stellt er sich ja auch immer so hin, ne? Alter! Was ist denn los hier? Abstammung Gabriel, Michael, Santiago, Kevin. Ja, Kevin und Andrew. So, ich würde das jetzt so lassen, oder? So, Kopf. Wir machen jetzt, wir überspringen jetzt einfach die Dinge hier, oder Ähnlichkeit, Hautfarbe. Du kannst jetzt hier auch nicht scrollen, du müsstest das jetzt mit der Maus die ganze Zeit hier hin und her, aber ich habe hier so einen Delay drin. Kopf, so, warte mal. So, Augenfarbe. Was geben wir dem Guten für eine Augenfarbe? Mich irritiert der. Ich denke die ganze Zeit beim Chat springt irgendwas auf. Mich irritiert der TeamSpeak. Augenfarbe, warte mal, machen wir mal. Face. Dunkelbraun. Haselnuss. Kann ich hier eigentlich schon mit dem Controller irgendwas machen? Nee, hier muss ich alles mit der Maus machen. Dunkelgrau. Oh Gott, hellgrau. Grün, Smaragd. Hellblau. Meerblau. Haselnuss, dunkelgrau, nein, was war ein Haselnuss? Haselnuss sah gut aus. Oh, das finde ich interessant. Das oder das hellgrau?
Henna Live, servus. Hallo Henna Live. Ja, auf Sektor einreisen, ja. Und ich habe hier irgendwie gerade ein Laggy-Problem. Sehr schön. Das ist schön. Seit November. Ach schon, seit fast Anfang an. Oder? November? Nee, Oktober sind die. Haben die, glaube ich, angefangen, ne? Streamst du auch? Oh ja, die Frisur, der Hammer. Sehr schöne Insel, ja. Sehr schöne Insel, auf jeden Fall. Hm? Oh, ja, jetzt will ich gerne die Frisur von hinten. Ach nee, die ist. Ich bin auf jeden Fall RP-Neuling. Ich muss noch gucken, wie ich das am besten umsetze. Ach nee, was ist eine Scheißfrisur. RP seit 2017, okay. Ist ja dann schon so ein gutes Hobby. So, Haarfarbe. Was nehmen wir denn für eine Haarfarbe? Was passiert denn hier? Haarfarbe 3, Haarfarbe 4. Haarfarbe 8. Ja, vielleicht. Ich schaue mir auf jeden Fall mal deinen Stream an. Gucken, was du so tust. I am the one who knocks. Ach, jetzt habe ich wieder das Bildchen nicht offen. Danke für den Follow. Danke. So, Essen bestellt, Essen ist da, wunderbar. Hat's Ding Dong, Essen ist da. Dann lass dir schmecken und guten Hunger. Nein, zurück. Diese Frisur, so. Was ist denn diese blöde Haarfarbe hier? Ja, genau. Super Sache.
weiß es nicht. Ist er blond? Ist er blond? Oder hat er einfach... Der hat ganz dunkelbraune Haare vielleicht. Face. So sieht man es vielleicht mal besser. Dunkelbraun. So. Oder 3. Ey, jetzt geh auf 3. 3 ist, das ist ganz dunkelbraun, also wo sind 4 jetzt? 4, komm. Ah. Oh, ist das... Oh, ist das ekelhaft. Ah, das ist aber auch eklig hier. Für Nummer 3? 3, okay, dann nehmen wir die 3. Nehmen wir die 3. So, Haarfarbe. Hä? Haarfarbe Highlights. Ach, kannst du noch Strähnchen machen? Ach, Strähnchen. Guck mal, hier ist Strähnchen. Sieht aus, als hätte es wie ein MacGuffer. Ach, guck mal hier. Ach, wie schön. Hä? Super Sache. Nee, da würde ich jetzt gar keine reinmachen. Das mag ich gar nicht. Strähnchen noch einmachen. Nein. Das machen wir nicht. So, Details. Makel. Wir sind makellos, oder? Rot-orange, aber hätte für die Augen hellgrau oder hellblau genommen. Hellgrau, das fand ich gut, gell? Das Hellgrau, das war auch schön. Leute, ich weiß halt nicht, warum das so leckt. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Das Hellgrau hätte was, die Augen, ne? Wollen wir das mal machen? Wo war denn das jetzt? Hautfarbe, Ähnlichkeit. Wo war denn jetzt die Augenfarbe? Augenfarbe da. Also hier hast du das Hellblau. Und hier ist Hellgrau. Ich weiß nicht, ich finde das Hellblau finde ich dann besser. Dann finde ich das Hellblau aber besser. Alter, hab ich hier Probleme mit der Maus. Hellblau, okay, bleiben wir bei Hellblau und dunklen Haaren. Das passt zwar nicht zusammen, aber dann machen wir dann die Haarfarbe heller. Nehmen wir dann das hellere. Das passt dann zusammen, oder? Das bisschen hellere. Nehmen wir mal 5. Ey, meine Fresse. 7. 6. Das dunklere, also immer noch die 3. Wenn ich die 3 treffe, dann... Wow. Dunkle Haare. Okay, alles klar. Augenbrauen hat er irgendwie keine, ne? Ist ganz geil. So, Details. Makel. Masern. Ja, genau. Akne in der Fresse. Pickel. Super Sache. Flecken. Hautausschlag, ja. Ja, von dem ganzen Fluchtstress, ne, kriegst du halt auch mal so Flecken in den Augen. Aber das Blöde ist, es geht... Ah, Mitesser! Boah, das ist aber eklig, ey.
Was sind Build-Ups? Ich weiß nicht, bis jetzt bin ich bei Pusteln. Jetzt habe ich Pusteln in der Fresse. Pickel? Einfach Pickel? Viel Akne. Oh, ich kotze gleich. Gesichtsausschlag, Alter. Pickel. Pubertät, ja, genau. Alles wird gut. Schandflecken, Alter. Oh. Kinnhautausschlag, Alter. Oh, ist ja ekelhaft. Ich kotze gleich. Zweigesicht. Was ist ein Zweigesicht? Ah, okay. T-Zone. Ach nee. Ja, Schallach oder was? Fettig. Nein. Nein. Aktennarbe. Nein. Alter, sag mal. Voller Aktennarben. Alter. Oh. Ist ja widerlich. Och, ist da der Herpes. Fieberbläschen. Reiterflechten. Alter. Keine bitte. Ja, danke. Ist ja ekelhaft, Alter. Oh Gott. So, Altersmerkmale, keine. Krähenfüße, ja, genau, alles wird gut. Erste Zeichen. Ich weiß nicht, ich kann mit seiner Fresse halt irgendwie nichts anfangen. Seine Fresse gefällt mir überhaupt nicht, ne? Also die Fresse von dem Charakter gefällt mir gar nicht. Ey, diese blöde Matte. Alter, Sorgenfalten, Depressionen. Ach Gott. Alt. Verwittert. Nein, da kommt auch nichts hin. Tough Life. Ja, genau. Vintage. Ruhestand. Junkie. Ja, Junkie ist gut, ja. Jo, jetzt hat er auch noch ein Mobsgesicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Der Greis. Ja, genau, der Greis. Super. Der, ja, ich weiß nicht, ich würde gerne mal, warte mal, weitere Details. Hier war doch was, ich hatte doch was mit Kopfform, oder? Kopf. Details. Weitere Details. Gesichtsformen. Guck mal hier. Nasenbreite. So, wie machen wir das? Machen wir das Gesicht schmaler, oder? Die Wangen ein bisschen. Nasenhöhe. Warte mal. Erstmal machen wir dieses runde Gesicht weg. Ich habe hier ein fettes Haar auf mir. Wangenknochenhöhe. Ich sehe gar keinen richtigen Unterschied. Bisschen höher. So. Wangenknochenbreite. Auch wenn der sich ständig dreht, siehst du gar keinen Unterschied. Oh, das mal so, so Wangentiefe.
Das lasse ich mal auf Null. Ich habe keine Ahnung. Da wahrscheinlich. Warte mal, ich drehe den mal ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Was ist denn jetzt mit den Augen passiert eben? Hat er sich erschreckt, weil ich ihn gedreht habe, oder was? Wahrscheinlich liegt das hier an dieser Partie. Dem geht's gut, ey. Dem geht's gut. Da war's stoned, ey. Ich fände das vielleicht gar nicht so schlimm. So ist normal, ne? So vielleicht. So ein bisschen verpennt. So, Kinnhöhe. Nee, jetzt geht's immer höher. Oh je. Nein, jetzt sieht er aus wie ein Trottel. So. Oh, guck mal hier. Gut getroffen. So? Besser als dauererstaunt, ja, auf jeden Fall. Vielleicht mach ich noch ein bisschen runter. So. Hä, hey, das ist fast schlimmer als eben. Sowieso nicht, was er da die ganze Zeit mit seinen Augen macht. So, Lippendicke? Nee. Kieferbreite haben wir. Kieferform haben wir so gelassen. Kinnhöhe. Ich finde die Kinnhöhe okay. Und mal ein bisschen drehen, dass wir es ein bisschen besser sehen. So. Ich meine, der steht da auch, als wäre er festgeschraubt, ne? Wow. Hey. Hallo. Guten Tag. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Ich warte auf eure Resonanz. Ja, ich finde, das macht den männlicher jetzt, ne? Hat das einfach mal voll draufgehauen hier, das Kinn, aus Versehen eigentlich, aber Kinnbreite kannst du hier auch noch machen. Finde ich das so auch nicht schlecht. 14, eine Kinnpartie hier. Kinneinzug, was ist der Kinneinzug? Was soll das sein? Hey. Ah. Doppelkinn, Alter. Hier so Kinnkerbe. Nein, bitte nicht. Der
So, Nackenbreite. Oh, hier, du großes Tier draus machen. Der hat halt vom Rennen fahren, ne? Vom Rennen fahren, vom Kurven fahren und so, da kriegst du Muskeln im Rücken. Ne? Kann man das von hinten mal sehen? Ich glaube, da sieht man das besser. Ach, jetzt ist das schon wieder scheiße. Würde ich schon auf 1 machen. Das fällt doch gar nicht auf, fast. So, was machen wir mit der Nase? Mit der Nase können wir noch was machen. Machen wir die ein bisschen schmaler? Nasenbreite? Jetzt aus. Ich bin der Neue hier. Nasenlänge siehst du wahrscheinlich von der Seite, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Gar nicht verkehrt. Das liegt aber an den, das ist, weil die Augenbrauen hier noch nicht da sind. Braunhöhe ist halt, warte mal, Details. Muss man bei den Details sind die Augenbrauen dann also Bart, Gesicht, Make-up, Deckkraft, Altersmerkmale, Augenbrauen. Ach so, hä? Hallo. Kleopatra. Oh. Verführerisch hier. Gequetscht. Jawohl. Gibt's keine normalen Augenbrauen hier oder was? Gerade und schmal. Ungepflegt. Auch geil. Also gepflegt sieht ganz gut aus. Yo. Gefedert. So nehmen wir das. Hier ist doch Flügelbraue. Flügelbraue, das sieht doch ganz normal aus. Oh, Mac ist im Gesicht. Fett Mac ist im Gesicht, ehrlich. Ja, geil.
Ist gut. So, hier noch, ach, hier haben wir noch Dreifachbahn. Gewölbte Straßenbahn haben wir auch noch. Ausschnitte. Alter, total durchgekattet. Verblassen. Solotram. Wir haben wieder keine. Was war Solotram? Also ich fand am besten eigentlich hier die Flügelbraue. Flügelbraue oder das nach der Meggesbraue. Wo kam denn die Monobraue? Ja doch, die Flügelbraue, ne? Das da, ne? Das sieht doch am angenehmsten aus. Dann können wir die Augenbrauenpartie vielleicht noch ein bisschen runterdrehen. Weitere Details, Deckkraft. Sonnenschäden, Alter. Volles Grisel im Kopf. Nee, da sind wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt nochmal zur Gesichtsform. Wo sind die Brauentiefe? Brauenhöhe. So, wir können jetzt die Brauenhöhe. Nase gebrochen. Oh ja, super. Die andere Richtung gebrochen. Super. Nee, machen wir null. Da hat nichts Gebrochenes. Nasenspitzenhöhe. Nasenspitzentiefe. Schön gebräunt. Ja. Viel zu viel gebräunt. Nein, jetzt. Hallo, warum? Da war das, oder? Oh Gott, wo war das? Wangentiefe. Oh je, wo war das jetzt? Die Wangenhöhe war auf 22. Genau, so, dann lassen wir die jetzt auch. So. Oberlippe vielleicht noch mal noch was förmiger. Ja, ich würde gerne noch erstmal hier mit dem Augenbrauen irgendwie, oder? Passt das so? Das passt? Wenn mir schief sagt, das passt, dann passt das. Dann Lippen. Hallo, Lippen. Details. Braun, Gesichtsröte, weitere Details.
Lippendicke. Oh, so sind sie ganz schmal und so sind sie ganz dick. Yo. Doch, ich finde das doch cool mit dem Schlauchboot. So? Nein, Kind. Alter. Wo sind denn jetzt die. Wo sind die Lippen? Da sind Lippen. So ist doch auch cool. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da Maxi abgehauen ist. Habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Dann hätte... Hättest... Guck mal, die Lippen sind jetzt so dünn, dass die Zähne durchgucken. Geil. So, warte mal. Hier ist 0. Machen wir mal wieder 0. So war's. Und jetzt machen wir mal hier so. So? Das ist schon zu viel, ja. So. Kann ich die Mundform nicht? Kopf? Kann ich die Mundform nicht anpassen? Augenbrauen, Gesichtsröte, Make-up, Altersmerkmale. Voll der Influencer. Voll der Influencer. Gesichtsformen. Warte mal. Ey, jetzt hab ich wieder. Nasenspitzenlänge. Kinn. Wangentiefe. Also, so viel Spielraum hast du gar nicht hier, ne? Man meint hier 5000 verschiedene Einstellungen, aber so. Einstellung hast du gar nicht. Vielleicht machen wir das einfach mal auf 2. Und dann nochmal Reset. So. Dass er auch mal komische Bewegungen mit seinem Mund macht. Also. So mit 2 finde ich es am besten. Mit 0,2. Wie sieht denn das ganze Modell aus? Thank you.
Ja, gibt's Bärte? Also Bärte, ja, Bärte habe ich gesehen, aber Bartnarbe? Wo ist Narbe? Ich versuche gerade hier wieder rauszukommen aus diesem. So. Hier ist Bart. Wo ist denn jetzt hier? Keine. So. Och nee. Was ist das? Das Ding ist doch angeklebt. Oh mein Gott. Nicht einfach so einen blöden 3-Tage-Bart? Das sieht aus wie ein Gigolo. Stoppeln, aber ganz leichte. Maximum so. Also ja, finde ich auch. Schief, was denkst du? Mia, was denkst du? Besser als nichts, ne? Nichts ist nämlich auch scheiße. So. Die Augenbrauen haben wir. Gesichtsröte, brauchen wir die? Brauchen wir nicht, oder? So, dann haben wir die Details, Makel. Da gab's ja keine, da gab's ja nur die blöden Pickel, ne? Alter, Flechten, Alter, ich kotz gleich. Oh. Altersmerkmale, Make-up, Bart, Augenbrauen. Ups, Entschuldigung. Das war mein Ring am Mikrofon, tut mir leid, war keine Absicht.
So, dann haben wir den Teint. Leberflecken, Sommersprossen. Und mal Reset. So. Körperbehaarung. Oh, guck mal, der hat einen Baum auf dem Bauch. Gordon hier. Das Herz. Der Bart. Oh, das ist nicht dein Ernst. Wer macht denn sowas? Hier, der Pornostrich. Arme. Ich habe überhaupt keine haarigen Arme gesehen. So machen wir das ein bisschen. Ganz, ganz wenig. 15, so. Den sieht's aus. Siehst du das Smiley und bricht vor Lachen zusammen, ja. Garantiert, ey. Unter Schminke keine Narbe. Nee, unter Schminke. Meinst du unter Schminke? Warte mal. Make-up. Smoky Black Bronze. Nee, da hatte ich schon geguckt. Warte, Face. Make-up. Retro-Look. Nee, da ist keine Narbe dabei. Kriegst lauter so komisch gruseliges Zeug hier. Da ist keine Narbe dabei. So, Altersmerkmale hast du nur Falten. Bei Makel hast du nur Pickel. Genau, sieht total geil aus, ja. Finde ich auch. Total. Gesichtsröte ist nur Gesichtsröte. Weitere Details, hast du hier Teint, da kommt nur, da gibt es dann so Sommer, sonnenrosige Wangen. Weiß nicht, da sind nur so rote Flecken im Gesicht. Was ich total gespenstisch finde. Sonnenschäden, Leberflecken und Sommersprossen, Lippenstift, Körperbehaarung, Schnecke und Nips, Gesichtsform, weitere Gesichtsform. Tja, weitere Details. Ich finde keine Narben. Das haben die rausgepatcht, vielleicht. Ja, schief, auf jeden Fall. Unterkopf, was ist Unterkopf? Wo soll denn Kopf sein? Warte mal, Unterkopf. Kopf, Unterkopf ist nur Augenfarbe. Achso, Unterkopf. Achso, jetzt hab ich's gerafft, sorry. Augenfarbe und Haare. Nada mas.
Biografie, Abstammung, Kopf. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tör, Sonnenschäden, ich hab hier keine Narben. Keine Narben, es gibt keine Narben. Es gibt keine Narben. Ich kann mir vorstellen, dass die das rausgepatcht haben einfach. Ja, gut, bleibt mir eh nichts anderes übrig, ne? So, ihr könnt ihn jetzt noch mal ein bisschen bewundern. Und ich bin gleich wieder für euch da.